Fahrrad. Stich. Elektrische Heckklappe. Stich. Garantie. 5 Jahre. Haha, Forester. Der neue Subaru Forester. Wie jeder Subaru mit 5 Jahren Vollgarantie bis 160.000 Kilometer. Zuverlässigkeit, die Spaß macht. Subaru. Ja, besser. Tolles Spiel, spannendes Spiel mit glücklichem Ausgang. Ja, kann man, denke ich, so sagen. Ich denke, wenn das Spiel 1-1 ausgeht, müssen wir auch zufrieden sein damit. So ein Sieg ist natürlich umso schöner, ein Derby-Sieg. Also das war wirklich auch eine überragende Stimmung. Das haben sich die Fans verdient und wir genauso. Deswegen sind wir überglücklich. Das war, glaube ich, auch wichtig, um vorne dran zu bleiben. Duisburg hat auch gewonnen. War ein Sieg schon ganz wichtig. Ja, im Endeffekt schon, aber ich denke, wir müssen nur auf uns schauen. Wie die anderen spielen, interessiert uns erstmal nicht. Ich denke, solange wir unsere Siege holen, dann wird es immer spannend da oben bleiben. Und wir wollen bis zum Ende da oben dabei bleiben. Und ich denke, wenn wir weiter unsere Punkte holen, wird es noch eine geile Saison. Das nächste Auswärtsspiel sicherlich sehr schwer in Cottbus. Die sind ja ziemlich heimstark. Ja, natürlich wissen wir das auch, aber ich denke, wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir da auch was holen. Natürlich müssen wir da von der ersten bis zur letzten Minute lang wach sein. Ich denke, wir jetzt auch, wie der Fischi das fast in der letzten Minute macht, ist natürlich überragend. Und ich denke, das zeigt, dass wir ein super Team haben, das bis zum Ende kämpft, und wir können stolz auf uns sein. Okay. Ja, Fabio, Glückwunsch zum Sieg. Vielen Dank. Ich denke, es war ein ganz wichtiger Sieg heute. Ja, also war auch jetzt gerade nach der Niederlage letzte Woche, war jetzt wieder ein Sieg dran, ja. Super, dass es geklappt hat. Es war ein hart umkämpftes Spiel, mit dem glücklicheren Ausgang für uns. Ich denke, man hat heute auch gesehen, das ist eine intakte Mannschaft, da kämpft jeder für jeden. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Stück weit der Erfolg. Absolut, also wenn man weiß oder sieht, wie viele Verletzte wir momentan haben, wie viele Leute ausfallen, und trotzdem haut sich hier jeder rein. Die Spieler, die davor in der zweiten Reihe waren, hauen sich jetzt rein, sind sofort da, sind präsent, und ich denke, das zeichnet einfach eine intakte Mannschaft aus. Jetzt genießen wir erstmal den Sieg noch und dann ab Montag fokussieren wir uns auf Cottbus. Danke. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Stuttgarter Kickers gegen VfB Stuttgart 2. Endstand 2:1. Begrüßen möchte ich unseren Gästetrainer Jürgen Kramli. Auf Seiten der Kickers begrüße ich Horst Steffen. Ich begrüße auch alle Gäste in der Spielbank Stuttgart Business Lounge, die heute erstmalig live zugeschaltet sind. Ja, Herr Kramli, Ihr Fazit zum Spiel bitte. Ja, eine bittere Niederlage natürlich für uns heute. Ich denke, aufgrund der ersten Halbzeit haben sicherlich die Kickers mehr Spielanteile gehabt, obwohl wir in Führung gegangen sind mit der ersten Torschance. Davor der Engelbrecht die Möglichkeit für die Kickers. Danach haben wir auch die Räume nicht so gut schließen können. Die Kickers haben eine gute Spielanlage gehabt und machen das 1-1 vor der Halbzeit. In der Halbzeitpause haben wir versucht, was zu verändern, haben das Mittelfeld ein bisschen anders angeordnet. Ich denke, das haben wir gesehen, dass wir da die Abstände viel besser hatten, dass im Endeffekt es auch in unsere Richtung lief. Wir hatten eine Riesenchance durch Boris Taschi, 1-1 auf dem Torwart. Wir hatten eine Riesenchance durch Marco Grüttner, wo der Torwart klasse hält, mit Reflex den Ball noch rausmacht. Und ja, ich denke, wenn wir in Führung gegangen wären, hätte sich keiner beschweren dürfen in der Phase. Und dann, wie es halt so ist, ja, kommt ein langer Ball. Manu Fischer hat sein Torjägernäschen wieder gezeigt, ist im richtigen Moment da reingelaufen. Wir sprechen uns nicht ab. Ich denke, Benny Krüchow verlässt sich ein bisschen auf unseren Torwart. Und unser Torwart, ja, spricht nicht in dem Moment, steht dann auch irgendwo auf der halben Höhe zwischendrin. Und Manu spielt den Ball dadurch dann als Heber über den Torwart. Wie gesagt, sehr, sehr bitter für uns heute. Ich denke, wir hätten einen Punkt verdient gehabt, auf jeden Fall. Haben wir nicht bekommen, weil wir eben in der einen Situation, ja, das nicht gut gemacht haben. Das wäre leicht zu verhindern gewesen, bin ich mir sicher. Aber so ist es mal bei jungen Spielern, dass sie da eben etwas an Konsequenz vermissen lassen. Und dann kriegt man leider keinen Punkt. Ja. Gratuliere jetzt natürlich dem Horst und dem Stuttgarter Kickers zum Sieg. Selbstverständlich. Wünsche euch noch nach wie vor alles Gute für die nächsten restlichen Partien. Und uns jetzt, wenn irgendeiner geglaubt hat, dass es alles schon durch ist, so ist es nicht. Sondern rechnerisch immer noch die Möglichkeit besteht, muss man aufpassen. Ja, das ist ja so, wenn uns ja alle in Sicherheit liegen, das ist nicht so. Dementsprechend müssen wir jetzt gegen Udari natürlich nochmal schauen, dass wir da nochmal die Kurve kriegen und ein bisschen weiter fahren. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Jürgen Kramli. Horst Steffen, wie erleichtert sind Sie nach dem Sieg? Ja, Jürgen, erstmal danke für die Glückwünsche.
Ja, ich bin natürlich erleichtert, weil der Jürgen, so wie er es beschrieben hat, glaube ich, voll getroffen hat, wie es war. Wir haben erste Halbzeit aber schon sehr gut gespielt, mussten diesen Nackenschlag, mussten wir da hinnehmen, nach 3 Minuten in Rückstand zu geraten und haben das gut gemacht, haben wirklich unheimlich agiert und den Gegner vor Probleme gestellt und folgerichtig dann auch das 1-1 erzielt. In der zweiten Halbzeit war es dann von unserer Seite einfach ein bisschen fahriger. Wir haben einige Ballverluste gehabt und wussten, dass natürlich der VfB über gute Geschwindigkeit vorne verfügt und dementsprechend gab es dann auch diese Tormöglichkeiten und da haben wir einfach zu viele Fehler gemacht im Spielaufbau, waren nicht ganz so präsent, haben uns nicht so angeboten, wie wir es machen wollten normalerweise und dementsprechend auch Ballverluste dann gehabt, die uns wehtaten und trotzdem haben wir leidenschaftlich gekämpft, alles gegeben und das ist natürlich eine wundervolle Geschichte, dass der Manu dann nach einem tollen Ball von Randy auf das Tor macht und uns 3 Punkte bringt. Und das ist das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Wir haben eine Mannschaft zusammen, wo jeder dazugehört, wo jeder wichtig ist, wo jeder seinen Wert hat. Und das ist heute nochmal deutlich geworden. Ja, das war toll, das Derby gewonnen zu haben. Und ein bisschen tat mir das 1-5 doch noch weh im Nachhinein. Insofern bin ich ganz froh, dass wir jetzt 2-1 und 3 Punkte für uns haben. Ja, vielen Dank, Frau Steffen. Ihre Frage bitte, kurzes Handzeichen. Herr Steffen, diese frühen Gegentore, das hat sich so in den letzten Wochen, gab es das ab und zu mal, haben Sie da schon irgendwie eine Ursache dafür gefunden? Ja, das war eine Ursache jetzt da, wir haben einen langen Schlag, den wir nicht gut verteidigt haben, das besser lösen müssen. Ja, aber jetzt eine grundsätzliche Schwäche zu erkennen bei in den ersten Spielminuten, das ist jetzt nicht, da habe ich nichts erkannt. Ich fand, die Mannschaft ist gut reingekommen in die Partie, das hat man direkt gesehen. Wir haben die Chance immer vorgehabt. Und also ich kann jetzt nicht im Ansatzpunkt erkennen, dass wir in den ersten Minuten nicht ganz da sind. Kurze Frage, wem ist denn dieses Handy? Ja, immer so. Das wäre klasse. Ich habe schon genug technische Probleme. So, nächste Frage. Ja, Herr Kramnick, vielleicht die Frage mit Didavi und Leitner. Wann haben Sie das gewusst, dass die beiden spielen? Wurde das von Girsten von oben ein bisschen runtergeordert oder war das klar, dass schon am Donnerstag, dass Sie beide spielen? Das hat sich am Donnerstag schon ein bisschen so angedeutet. So. Und mit Didavi, was würden Sie dem Kollegen Steven sagen? Ja, ich glaube, das hat jeder gesehen heute, dass er den Tiefposten war, dass er Bewegungen hat, wie kaum einer. Mhm. Es waren 45 Minuten geplant, jetzt sind es, ich glaube, knapp 70 geworden. Also das hat ihm wieder natürlich auch richtig gut getan und ich hoffe, dass er wirklich in dem Endspurt nochmal eingreifen kann für unsere Profis. Das war ja das Ziel, auch wo er gespielt hat. Und da hat er wirklich, denke ich, auf dem Kopf einen Schritt nach vorne gemacht, weil er seine Knie gehalten hat. Von Kickers Derk. Herr Steffen, wenn man die Tabelle jetzt nach dem Spieltag anschaut, dann sieht man, dass die Stuttgarter Kickers schon 7 Punkte Vorsprung haben auf dem 5. Platz. Kann das Ziel dann einfach nur lauten, unter die ersten 3 zu kommen am Ende? Von mir aus kommen wir unter die ersten 3 kommen, ist ja logisch. Also wir wollen natürlich immer besser werden, guten Fußball spielen und auch erfolgreich bleiben. Und das ist das Ziel, dass wir jedes Spiel angehen und versuchen, mit aller Macht das Spiel zu gewinnen und wieder 3 Punkte. Zu erlernen. Und das wird in der nächsten Woche nie anders sein und das wird bis zum Schluss so sein. Das Ziel unter die ersten 3, relativ vorstehendes Spiel zu gewinnen, ist das Ziel bei uns und dass das in der Tabelle sich so niederschlägt, ist für uns erfreulich. Deshalb machen wir gerne so weiter. Manuel Fischer mit seinem Tor, hat er sich damit in die Stammformation gestellt? Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt entscheiden und sagen, wer nächste Woche spielt. Keine Ahnung, wir werden sehen, wie die Woche verläuft. Er hat sicherlich uns unheimlich was gebracht, hat sich auch engagiert, ist gelaufen, hat seinen Job da vorne gut gemacht, wo ich sage, ja, natürlich hat er mehr Möglichkeiten durch ein Tor, durch seine Aktion, sich daran zu spielen, als wenn er jetzt schlecht aufgetreten wäre. Aber ich glaube, dass der Daniel Engelbrecht auch eine richtig gute Arbeit gemacht hat da vorne, der auch den Gegner permanent beschäftigt hat, sich angeboten hat. Also, ich glaube, wir müssen verstehen, dass alle dazu gehören und wenn der eine mal beginnt, okay, dann muss der andere eben über die Einwechslung kommen und sich einhängen und das ist, glaube ich,
die Mentalität der Mannschaft, die haben das verstanden, dass es nicht um diese persönlichen Dinge geht, sondern wirklich nur um den Mannschaftserfolg. Und dann geht es mal mit Manuel Fischer los, auch mit Daniel Engbrecht. Gucken, wer jetzt demnächst noch von Verletzung wiederkommt. So sehen wir das Ganze und ich glaube, das Gefühl in der Mannschaft ist so, dass alle ihm dazugehören. Aber halt sagen die doch lieber ein Sieg für Kickers wie woanders, oder? Jetzt ehrlich mal. Also ich glaube, beim vorigen Spiel habe ich gemerkt, dass null Gift drin war, ja, beide Seiten. Das war total faire Vorbereitung, war sehr ruhig. Ich glaube, war selten so ruhig wie dieses Mal. Aber es ist doch auch klar, ich meine, wir haben uns nicht feiern lassen, weil wir das Hinspiel jetzt 5-1 gewonnen haben. Das haben wir schon gemacht, kurz, aber letztendlich nicht so intensiv, weil wir wissen, dass es immer der Bumerang kommt zurück. Und es geht uns ja auch gut, wenn es den beiden Vereinen dann auch gut geht. Also ich denke, wir haben heute den Kickers nicht den Sieg schenken wollen, das ist ja klar. Aber genau, wir haben also dafür getan, dass das Spiel nicht gewinnt, dass es schwer wird zu sein. Dann haben sie eben alle Spiele gehabt, die es einfach unbedingt gewollt haben. Und dann steht es eben höchstwahrscheinlich. Danke. Gehen wir mal davon aus, dass die Profis die erste Liga halten, würden sie persönlich dann vielleicht sogar begrüßen mit dem Stuttgarter Kickers in der zweiten Liga, einfach, dass man quasi so durchgehen gegen Stuttgart. Mannschaft. Da kann man alle drei Ligen abdecken. Ja, ich meine, beides hat ja schon auch Vorteile, wenn man mit einem Spieler oder unter Umständen oder so. Die Kickers das sportlich schaffen, dann haben sie es verdient, aufzusteigen dieses Jahr und dafür haben sie noch 5 Spiele und ich glaube, wir Trainer haben ja auch kein Problem mit einem, wir verstehen uns gut und dementsprechend wünschen wir jedem dann auch, dass er das Bestmögliche aus seiner Situation rausholt. Ja? Und so muss es ja auch sein. Also wir haben halt wirklich null persönliche Differenz oder sonst irgendwas. Also natürlich wünsche ich dann, dass es packt und wir liegen bleiben und dann machen wir noch was Schönes. Da möchte ich Sie gerade noch mal kurz bitten, aufmerksam zuzuhören. Der Kollege Olli Dornisch ist da als Gesprächsführer der Stuttgarter Kickers. Er wird hier ein paar Flyer verteilt und Herr Dornisch wird kurz sagen, was es damit auf sich hat. Wir setzen uns wieder in Kiel. Mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wer es noch nicht weiß, ich bin Fansprecher bei den Stuttgarter Kickers und vor 24 Jahren mein erstes Spiel war mein erstes Spiel live mit den Stuttgarter Kickers war der Sonderzug nach Schalke, wo wir den Aufstieg geschafft haben. Und das ist mir jetzt eine ganz große Aufgabe und wirklich eine Wahnsinnsaufgabe, alle dafür zu faszinieren. So ein 2-1-Sieg hilft natürlich dabei. Und ich habe auch ganz fest dran geglaubt, dass es heute klappt, weil das muss die Voraussetzung sein, wenn ich jetzt hier sitze, für diesen Sonderzug Werbung zu machen. Wir haben das Problem, dass wir 4 Wochen vorher bei der Bahn den Zug quasi mit 50% nur noch stornieren können und 2 Wochen davor mit 75%. Das heißt, es ist nicht möglich, oder fast unmöglich, da so zu planen, wenn jetzt irgendwie jemand denkt, wir warten mal ab, wie es nach dem vorletzten Spieltag hier gegen Erfurt aussieht. Die Tabelle ist natürlich ein Traum, ich kann gar nicht weggucken, weil mit dieser Diskrepanz zwischen Platz 4 und 5 und Platz 4 ist ja der DFB-Pokal, sag ich weiß eigentlich heute schon, dass es in Kiel um was geht. Ich weiß nicht, um was es geht, aber ich weiß, dass es um was geht. Das ist natürlich eine super Voraussetzung. Und ich möchte die Presse bitten, uns in der nächsten Woche medial zu unterstützen. Also im Fazit sieht es so aus, dass der Verein, der natürlich das auch tragen muss, so reich ist die FAZ-Klinik, die Fanabteilung, wir können es mit unterstützen, dass die in 10 Tagen entscheiden müssen, ob der Zug fährt oder nicht. Das heißt, wir schießen aus vollen Rohren und bitten dabei um die mediale Unterstützung. Und ich stehe auch gern jetzt gleich schon zur Verfügung, wenn irgendwelche Fragen sind, über info@fazgd oder olli@fazgd bin ich direkt zu erreichen. Wenn wir noch ein paar Filmchen drehen wollen, die irgendwo online erscheinen oder so, dürfen Sie gerne bei mir in Oldenburg vorbeikommen, wo ich wohne, oder heute die Chance nutzen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit in der Kürze. In diesem Sinne, ein fettes Schwabenball auf dem Derby-Sieg, schönes Wochenende.